bei der ein Herz für Kindergala am 17. Dezember tummelt sich auf dem roten Teppich alles, was Rang und Namen hat. Unter den Prominenten, die am Telefon Spendengelder für Kinder in Not entgegennehmen, ist auch Simone Tomalla vertreten. Die Schauspielerin ist nicht nur überwältigt von der Summe von über 24 Millionen Euro, die am Ende zusammenkommt, sondern strahlt bereits bei ihrer Ankunft auf dem roten Teppich vor Glück. Denn an ihrer Seite ist an diesem besonderen Abend ihr Freund Nicolino. Die 57-Jährige erscheint in einem eleganten blauen One-Shoulder-Satin-Kleid. Kein Wunder, dass ihr Liebster da kaum die Augen von ihr lassen kann. Die beiden kichern und turteln wie Teenager und zeigen dabei, wie schön eine neue Liebe sein kann. Erst im Sommer 2022 machen die beiden ihre Beziehung öffentlich. Auf dem roten Teppich wirkt das Paar wie ein eingespieltes Team und hat ganz offensichtlich den gleichen Humor.